Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. So, erstmal hallo alle zusammen. Schön, dass ihr gekommen seid. Nun, das heutige Thema ist das verlorene Schaf. Was heißt das jetzt? Wie ihr wisst, liebt Gott uns Menschen, die Guten sowie die Bösen. Gott ist immer für einen da, auch wenn wir es nicht merken. Bestimmt, jeder hatte schon mal die Situation, dass er Gott um Hilfe gebeten hat. Die Frage ist, wie hat er reagiert? Hat er euch geholfen oder sonstiges? Merkt euch aber eins, Gott ist auch in schlechten sowie auch in guten Zeiten da, auch wenn wir es nicht merken. Ganz herzlich darf ich noch begrüßen den Ben Leonardo Beutel, der gerade ein bisschen herumgetragen wird. Ach nee, da sitzt er ja. Ich war gerade völlig verwirrt. Ja, der Ben, da ist er, genau. Ben, herzlich willkommen bei uns in unserer Gemeinde, hier in der Kirche auch. Du wirst heute die heilige Taufe empfangen und darüber freuen wir uns. Darüber sind wir ganz froh, dass du hier bist, dass deine Eltern hier sind, deine Paten hier sind. Und ja, wir wollen jetzt erstmal ein Lied singen für dich. Es heißt, es kommt der zweite Blackout dieses Tages, mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Genau, und das wünschen wir dir auch von ganzem Herzen, dass immer Engel um dich herum sind. Sag da gleich noch ein bisschen mehr dazu. Jetzt singen wir das Lied erstmal zusammen. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Ihre Worte wollen erhellen deinen Tag und deine Nacht. Dass sie hinter dich sich stellen, lässt dich spüren Gottes Macht. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Ihre Hände werden halten, wenn ins Stolpern du gerätst. Manchmal werden sie sich falten, wo du in Gefahren schwebst. Ihre Füße wirst du sehen, in den Spuren neben dir. Sei getrost auf deinen Wegen. Mögen sie dir immer zeigen,
dich liebt. Flügel müssen sie nicht haben, nur ein freundliches Gesicht, dass du weißt, du bist getragen, in die Irre gehst du nicht. Du sollst nicht alleine gehen, wir sind alle für dich da, wollen als Engel zu dir stehen, sagen zu dir alle Ja. Mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt, mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. Die christliche Kirche tauft nach dem Willen unseres Herrn Jesus Christus und im Vertrauen auf seine Verheißung. So heißt es bei Matthäus: Unser Herr Jesus Christus spricht, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Jesus hat auch immer wieder die Kinder zu sich gerufen. Bei Markus heißt es einmal, und sie brachten Kinder zu Jesus, damit er sie segnen solle. Die Jünger aber fuhren sie an. Als das Jesus sah, wurde er zornig und sprach zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen. Haltet sie nicht auf, denn ihnen gehört das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er küsste sie, legte die Hände auf sie und segnete sie. So lasst uns für Ben beten. Herr, unser Gott, unser lieber Vater, du schenkst uns durch die Taufe neues Leben. Es ist vor unseren Augen verborgen, aber offen vor deinen. Es ist unscheinbar für uns, aber voller Glanz bei dir. Herr, heute kommt Ben zu dir, damit er dieses Leben empfange. Schenke es ihm und hilf ihm, es zu bewahren. Das bitten wir durch Jesus Christus, denn er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben in Ewigkeit. Amen. Ja, lieber Ben, liebe Eltern, liebe Patin, mögen Engel dich begleiten auf dem Weg, der vor dir liegt. Mögen sie dir immer zeigen, dass dich Gott unendlich liebt. So haben wir es gerade in deinem Tauflied gehört, Ben. Ein schöner Text, kann man sagen, ein frommer Wunsch. Ja, wäre ja toll, wenn immer so ein paar Engel um einen herum wären, wenn immer ein paar Engel um dich herum wären. Himmlische Wesen, die den ganzen Tag und die ganze Nacht, also rund um die Uhr, sozusagen auf dich aufpassen, die nicht von deiner Seite weichen, sodass auch deine Eltern ganz beruhigt sein können. Was soll, was kann dir schon passieren, wenn sogar die Engel bei dir sind? Das wäre toll. Aber es ist ja nur ein Lied, nur ein frommer Wunsch, nur eine wirklichkeitsfremde Hoffnung. Oder ist da noch mehr dahinter? In deinem Taufspruch, lieber Ben, heißt es ganz ähnlich. Er steht im zweiten Buch Mose und er heißt so: Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Das heißt, Gott verspricht dir das auch. Das ist nicht nur irgendein Lied, was wir gerade singen, sondern Gott sagt dir, lieber Ben, und Gott erzählt keinen Quatsch, er verspricht nicht auch irgendwas, was er später nicht einhalten kann oder will. Gott verspricht dir, ja, ich bin bei dir. Ich werde sogar meine Engel schicken, damit sie dich behüten. Und darauf kannst du dich verlassen. Von Anfang an waren diese Engel bei dir, lieber Ben.
Die haben schon im Mutterbauch sozusagen über dich gewacht. Sie waren bei deiner Geburt zur Stelle und sie sind auch jetzt da. Wer sind diese Engel? Als Christen wissen wir, Engel sind Boten Gottes. Wir alle brauchen diese Engel. Wir alle brauchen Gottes Engel, Gottes unsichtbare Boten und auch seine Beschützer immer und immer wieder. Wir nehmen ihr Wirken oft gar nicht wahr. Wir bemerken das gar nicht, dass sie wieder einmal auf uns aufgepasst haben, dass sie uns vor einem Unfall oder vor schlimmem anderem bewahrt haben. Fahr nicht schneller, als dein Schutzengel fliegen kann. Ihr alle kennt diesen frommen Wunsch, diese Mahnung an unser Fahrverhalten, um nur ein kleines Beispiel zu nennen. Ich selbst bin öfter schon mal unbedacht, unaufmerksam oder zu schnell unterwegs gewesen. Und meine besondere Spezialität auf langen Autostrecken ist immer wieder eine echte Herausforderung für meine Schutzengel, der verfluchte Sekundenschlaf. Die Augenlider werden schwerer und schwerer, die Musik im Radio klingt auf einmal wie ein Schlaflied, die Straße liegt frei vor mir, schnurgerade, wie das der Weg ins Reich der Träume. Und so langsam merke ich, beginne ich irgendwie alles ganz entspannt zu sehen. Augen zu und weg. Ohne himmlische Bewahrung, ohne Gottes Engel würde ich jetzt nicht mehr hier stehen. Aber die himmlischen Wesen sind beileibe nicht die einzigen Engel. Es gibt auch noch ganz andere Engel, lieber Ben, Engel, die ganz normal aussehen. Hören wir noch mal auf dein Tauflied. Flügel müssen sie nicht haben, nur ein freundliches Gesicht, dass du weißt, du bist getragen. In die Irre gehst du nicht. Du sollst nicht alleine gehen, wir sind alle für dich da, wollen als Engel zu dir stehen, sagen zu dir alle ja. Solche Engel, lieber Ben, wünsche ich dir auch. Menschen, die einfach für dich da sind, die dich auf deinem Lebensweg begleiten. Möglichst viele von diesen Engeln. Deine Eltern sind solche Engel, deine Patin sicher auch, deine ganze Familie gehört zu diesen Engeln. Und wir selbst, deine Gemeinde hier in Moorbach, die Menschen, die du vorher gar nicht gekannt hast, aber nach der Taufe gehörst du einfach ganz fest zu ihnen, wie zu einer neuen Familie. Auch wir sind sowas wie Engel. Und wir versprechen dir heute Morgen, dass wir dich auch begleiten, dass wir dir auch immer wieder zur Seite stehen wollen, wenn du uns brauchst, dass wir für dich da sein wollen. Nein, wir haben keine Flügel, wir sind auch nicht unsichtbar Tag und Nacht um dich herum, aber wir können dich in den Arm nehmen, wenn du traurig bist, wir können mit dir lachen, wenn du dich freust, wir können dich an die Hand nehmen, wenn du den Weg nicht mehr weißt und wir können mit dir zu Gott beten, wenn du etwas auf dem Herzen hast. Und so, lieber Ben, liebe Eltern, liebe Patin, dürft ihr Bens Taufspruch als Gottes Versprechen ernst nehmen. Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf dem Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Das wünsche ich dir von ganzem Herzen. Amen. Dann frage ich euch nun, liebe Eltern, Ben ist euch als Gabe Gottes anvertraut. Er soll durch die Taufe zu Gott gehören. Wollt ihr alles dafür tun, dass in ihm der Glaube an Jesus Christus wachsen kann? Und seid ihr bereit, Ben weiter in der Verantwortung vor Gott zu erziehen? Dann sprecht bitte ja mit Gottes Hilfe. Liebe Patin, wollen Sie als Glied der christlichen Gemeinde den Eltern bei der Erfüllung ihrer Aufgabe helfen und für Ben Verantwortung vor Gott übernehmen, dann sprechen auch Sie bitte ja mit Gottes Hilfe. Gott schenke euch allen seinen Heiligen Geist und er segne alles, was ihr für Ben tun werdet. Und jetzt wollen wir aufstehen und gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes,
des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt bitte wieder Platz. Das Wasser, lieber Ben, mit dem du gleich getauft wirst, erinnert uns an viele Geschichten in der Bibel, die von Wasser erzählen. Gott hat Noah und die Seinen in der Arche durch die Sintflut hindurch gerettet. So handelt Gott. Gott sorgt für uns wie ein guter Vater, der uns hilft zu leben. Darum taufen wir im Namen Gottes, des Vaters. Unser Herr Jesus Christus hat sich wie wir taufen lassen. Er hat sich in den Fluten des Jordan untertauchen lassen. So handelt Gott. Gott ist für uns wie ein guter Freund, der uns auch in den Tiefen unseres Lebens verbunden bleibt. Darum taufen wir im Namen Gottes, des Sohnes. Ja, und Gott hat auch sein Volk durch das Wasser hindurch aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. So handelt Gott. Gott ist für uns wie ein guter Geist, der uns den Weg zur Freiheit führt. Darum taufen wir im Namen Gottes, des Heiligen Geistes. So, lieber Ben, dann komm doch mal nach vorne, zusammen mit deinen Eltern, deiner Patin und wer sonst noch nach vorne kommen will, kann das auch tun. Zwei Möglichkeiten. Ich glaube, ich hole die besser runter. Die andere Möglichkeit lassen wir gleich mal. So, kannst du dich anzünden. Hier, nee, hier. Nee, du musst die anzünden. Ja. Halt einfach die den Docht da so rein. Genau, so ist es. Gut. Ja, brennt. Super. Jetzt kommt die wieder hier hin. Ja, deine Taufkerze brennt jetzt als Zeichen für Jesus, der gesagt hat, ich bin das Licht der Welt und wer mir nachfolgt, der wird nicht in der Dunkelheit gehen, der wird das Licht des Lebens haben. Das wünsche ich dir, lieber Ben, von ganzem Herzen, dass du das spürst, dass Gott immer bei dir ist und dass er dein Leben hell macht. Dann möchte ich euch noch die Tee nicht vergeben. Sie sind auch Zeichen dafür, für die vielen guten Wünsche, die deine Eltern und deine Patin auf dem Herzen haben für dich.
ihr alle damit dem vielleicht noch ein bisschen so einen vollen Altar euch stellt, so mit dem Gesicht hier und hier Richtung Gemeinde. Auch Ben, vielleicht kommst du einfach so dazu. So, kann man auch schönere Fotos machen, wenn du dabei bist. Gell? Und da dich ja nicht jeder kennt, ich am Anfang irgendwie auch nicht, ne? Also da dich nicht jeder kennt, hier in der Gemeinde möchte ich dich noch mal ganz kurz vorstellen. Das ist Ben Leonardo Beutel, er ist gerade getauft worden und das heißt, jetzt, lieber Ben, gehörst du zu uns allen ganz fest dazu. Uns verbindet alle etwas miteinander, nämlich die Taufe. Das heißt, wir gehören alle zu Gott. Gott hat zu uns in der Taufe Ja gesagt. Wir sind seine Kinder, wir alle. Egal wie alt wir sind, wie jung wir sind und du gehörst dazu. Darüber freuen wir uns und sagen nochmal ganz herzliches Willkommen zu dir, lieber Ben. Dann möchte ich euch noch segnen. So segne und behüte und bewahre euch alle, unser allmächtiger, barmherziger und liebevoller Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Jetzt mal ganz herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch. Entschuldigung. Okay, dann habe ich noch ein bisschen was für dich auch. Aber vielleicht, die kommen vielleicht wieder, so wie Schallplatten. Also, ja. Ich hoffe es. Dann die, ja, wie Sie möchten, Sie. Dann die Patenurkunde ist für Sie. Die teilen sich sozusagen. Ja, genau. Kenne ich schon. Ja? Ja. Okay. Dann nehmen Sie bitte wieder Platz. Und wir singen jetzt ein Kinderlied für alle Kinder, die hier sind, auch für dich, Ben. Denn danach geht es ja dann in die Kinderkirche. Unser Gott ist heilig, unser Gott ist mächtig. Lobt den Herrn im Himmel, lobt ihn auf der Erde. Lobt den Herrn mit Singen, lobt den Herrn mit Tanzen. Lobt ihn voll Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Mit Trommel, lobt den Herrn mit Zimbeln, lobt ihn mit Trompeten, lobt ihn auf den Saiten, spielt zu seiner Ehre, gebt ihm euer Bestes, lobt ihn von Freude, lobt ihn von Herzen, lobt unseren Gott. Alles, was atmet, lobe den Herrn. Alles, was atmet, lobe den Herrn.
Nun die Abkündigung. Die Kollekte am Ausgang ist bestimmt für die Schwangeren und Schwangeren Konfliktberatung. Diese bietet schwangeren Frauen die Möglichkeit, in einem geschützten Freiraum umfassend und ganzheitlich beraten zu werden. Damit Frauen sich ohne Sorgen und Ängste für ihr Baby entscheiden können, bedarf es auch gewisser Ressourcen, sowohl sozialer als auch materieller Art. Vielen Dank für Ihre Kollekte. Herzliche Einladung zu unserem nächsten Gottesdienst am nächsten Sonntag, 10. Juli um 10 Uhr auf dem Gelände der Gärtnerei Berg. Wir werden dort unsere neuen Konfis begrüßen und anschließend ein tolles Gemeindefest miteinander feiern. Es wird auch gegrillt. Ja, wir wollen jetzt im Wechsel den Psalm 103 beten. Der wird aber, glaube ich, auch wieder angestrahlt. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras, er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Kommt, lasst uns anbeten. Herr Jesus Christus, du bist der gute Hirte. Du bist der Wegweiser für unsere Lebenswege. Du bist der Freund, der uns niemals im Stich lässt. Aber wir wissen nicht, ob wir dir wirklich folgen wollen. Denn wir haben uns gut und bequem eingerichtet in unseren Lebensgewohnheiten. Wir sind festgefahren in unseren Alltagssorgen und Problemen. Deine leise und sanfte Stimme überhören wir gerne im Gebrüll unserer Welt. Herr, erbarme dich. Amen. Thank you.
Herr, wir danken dir für deinen Sohn, Jesus, die menschgewordene Liebe. Er hat Licht in unsere dunkle Welt gebracht. Und er erhellt unsere Lebenswege mit seinem göttlichen Licht. Herr, wir denken an die vielen Menschen, deren Leben zerstört ist durch Mangel an Liebe, durch Gewalt oder Gleichgültigkeit. Berühre sie mit deiner heilenden Hand und mit deinem Geist der Liebe. Ja, Herr, du bist die Liebe. Lass uns immer wieder aus deiner Quelle trinken. Heiliger Gott, du bist Anfang und Ende der Zeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Wir hören nun die Schriftlesung. Ich danke unserem Herrn Jesus Christus immer wieder, dass er gerade mich für vertrauenswürdig erachtet hat, ihm zu dienen. Er hat mir dafür auch die Kraft geschenkt. Dabei habe ich ihn früher doch verhöhnt. Ich habe Christus und seine Gemeinde mit blindem Hass verfolgt und bekämpft. Aber Gott hat sich über mich erbarmt und mir alles vergeben. Denn in einem Unglauben wusste ich nicht, was ich tat. Umso reicher habe ich dann die Gnade des Herrn erfahren. Er hat mir den Glauben und die Liebe geschenkt, wie sie nur in Verbundenheit mit Jesus Christus zu finden sind. Denn das steht unumstößlich fest, darauf dürfen wir vertrauen. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um uns gottlose Menschen zu retten. Ich selbst bin der Schlimmste von ihnen. Doch gerade deshalb war Gott mit mir ganz besonders barmherzig. An mir wollte Jesus Christus zeigen, wie groß seine Geduld mit uns Menschen ist. An meinem Beispiel soll jeder erkennen, dass wirklich alle durch den Glauben an Christus ewiges Leben finden können. Gott aber, dem ewigen König, der unsterblich und unsichtbar ist, dem alleinigen Gott gebühren Lob und Ehre in aller Ewigkeit. Amen. Lob sei dir, o Christe. Halleluja. Nehmt bitte wieder Platz. Und wir singen das Lied Messias.
bist du, der auf Bergen tanzt und wie ein Zelt den Himmel spannt? Wer bist du, der die Sterne hält, Unendlichkeit als sein Haus wählt? Du kleidest dich in helles Licht und nichts an dir verändert sich. Du hältst dich nicht an Raum und Zeit. Dein Thronsaal ist die Ewigkeit, Messias. Die Welt fliegt auf dich zu, Messias. Anfang und Ende, das bist du, Messias. Der Himmel ist nicht fern von hier, Messias. Bist du, der in Armut kam, geschlachtet wurde wie ein Lamm? Wer bist du, dass du an uns denkst und uns mit dir die Freiheit schenkst? Man wird dich sehen auf weißem Pferd, von einer ganzen Welt verehrt. Berge und Meer jubeln dir zu, dem König auf dem Sieg. Bist du, der auf Bergen tanzt und wie ein Zelt den Himmel spannt? Wer bist du, der die Sterne hält, Unendlichkeit als sein Haus wählt? Du kleidest dich in helles Licht und nichts an dir verändert sich. Du hältst dich nicht an Raum und Zeit. Dein Thronsaal ist die Ewigkeit, Messias. Die Welt fliegt auf dich zu, Messias. Anfang und Ende, das bist du, Messias. Der Himmel ist nicht fern von hier, Messias. Das Ziel der Reise ist bei dir, Messias. 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 Ihr Lieben, neulich war es mal wieder soweit.
Totales Chaos im Hause Brödner. Meine Frau und ich in heller Aufregung, unsere Tochter Johanna in kompletter Panik. Was war geschehen? Finn war weg. Einfach so, ohne jede Vorwarnung. Wer Finn ist? Nun, Finn ist Johannas Liebling, ihr Ein und Alles. Nein, nicht ihr Freund, sondern ihr schwarzer Perserkater. Finn, der alte Schlingel, war also auf einmal verschwunden. Und keiner hatte eine Ahnung, wo er sein könnte. Wir stellten das gesamte Pfarrhaus auf den Kopf. Wir guckten unter alle Betten, wir durchsuchten jeden noch so kleinen Winkel, wir rannten vom Keller bis zum Speicher, wir riefen, wir flehten, nichts. Keine Antwort auf unser Rufen, keine Reaktion, Finn blieb unauffindbar. Deshalb musste die Suche nach ihm natürlich ausgeweitet werden. Alle Mann raus in den Garten. Und wer unseren Garten kennt, der weiß, auch hier hat man eine Menge zu tun, um jemanden ausfindig zu machen. Denn unser Garten ist ja eher ein Park, nicht nur was die Größe, sondern was vor allem die Anzahl der Bäume, der Sträucher und der sonstigen Pflanzen anbelangt. Eigentlich ist er sogar eher ein kleiner Urwald. Und dazu kam noch erschwerend hinzu, es war stockdunkel draußen, es war ja immerhin schon 12:30 in der Nacht. Also Taschenlampen an und ab ging's. Unter den Obstbäumen nichts. Unter der Riesentanne am südöstlichen Ende des Gartens wahrscheinlich auch nichts. Wobei, ganz sicher war ich mir da nicht. Finn war ja nicht blöd. Vor allem dann nicht, wenn er nicht gefunden werden wollte. Ab und zu kreuzten sich unsere Wege. Meine Frau stolperte in 10 Meter Entfernung an mir vorüber. Oder meine inzwischen komplett verzweifelte Tochter kam schluchzend vorbeigelaufen. Nun fragt ihr euch vielleicht verwundert, warum das Theater? Wird dem alten Finn doch nicht schaden, im schlimmsten Fall mal eine Nacht im Freien zu verbringen? Ja, ihr habt recht, das wäre eigentlich nicht so schlimm. Unser anderer Kater macht das ja auch immer wieder und keinen von uns interessiert das groß. Aber 2 Dinge sollte man wissen. Finn ist erstens ziemlich naiv und unaufmerksam und zweitens, Finn ist bereits Johannas 5. Kater in Folge und alle anderen 4 wurden im Laufe der Zeit in der Nähe unseres Hauses plattgefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und als Finn dann vor 8 Jahren in Johannas Leben trat, leistete sie einen heiligen Schwur. Dir wird das niemals passieren und wenn ich dich dafür ein Leben lang in unser Haus einsperren muss. Gut. Das ist dann nicht ganz so gekommen, aber tatsächlich darf Finn nur an einer extra langen Leine unser Haus verlassen. Ohne Leine niemals und das konsequent seit 8 Jahren. Deshalb war natürlich Johannas Panik umso größer. Es war Nacht, ihr Liebling war irgendwo im Dorf unterwegs und zum ersten Mal völlig frei von jedem Leinenzwang auf großer Abenteuerreise. Sie war wirklich komplett fertig. Finn, Finn, schrie sie immer wieder. Nichts, keine Antwort. Kein leises Miauen, kein schwarzer Schatten, der auf einmal aus der Dunkelheit auftauchte. Nun kann ich ja persönlich vieles verkraften, aber nicht, wenn eins meiner Kinder verzweifelt ist und schon gar nicht, wenn es weint. Also habe ich dann tatsächlich gebetet. Herr, hilf uns, diesen Kater wiederzufinden. Jetzt am besten. Ganz, ganz direkt. Sofort. Und ob ihr es glaubt oder nicht, ihr Lieben, ich hatte kaum zu Ende gebetet, da schoss der Übeltäter auf einmal um die Ecke und in seinem Schlepptau meine überglückliche Tochter. Wie hatte sie ihn gefunden? Nun, mit ihrer Taschenlampe hatte sie auch unter das Auto ihres Nachbarn geleuchtet und dabei zufällig Finn entdeckt, weil seine Augen im Licht der Lampe plötzlich ganz hell aufleuchteten. Die Freude, die Erleichterung, die Dankbarkeit waren natürlich riesengroß. Und ich musste sofort an einen berühmten Text aus dem Neuen Testament denken, an ein Gleichnis, das Jesus einmal erzählt hat. Wenn jemand 100 Schafe hätte und eines würde weglaufen und sich in der Wüste verirren, würde er dann nicht die 99 Schafe zurücklassen, um das Verlorene zu suchen, bis er es wiedergefunden hätte? Und dann würde er es voller Freude auf seinen Schultern nach Hause tragen. Wieder daheim würde er alle Freunde und Nachbarn zusammenrufen, damit sie sich mit ihm darüber freuen, dass er sein verlorenes Schaf wiedergefunden hat. Genau so ist im Himmel die Freude über einen verlorenen Sünder, der zu Gott zurückkehrt, größer als über 99 andere, die gerecht sind und gar nicht erst vom Weg abirrten.
Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. Es ist Unglück, sagt die Berechnung. Es ist nichts als Schmerz, sagt die Angst. Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Es ist leichtsinnig, sagt die Vorsicht. Es ist unmöglich, sagt die Erfahrung. Es ist, was es ist, sagt die Liebe. Es ist Unsinn, sagt die Vernunft. 100 Schafe, eines ist weg. Ja gut, eins von 100. Soll man die 99 da einfach stehen lassen wegen einem einzigen Schaf? Wer rennt denn da schon los und riskiert, dass in derselben Zeit, wo er weg ist, die anderen 99 sich möglicherweise mehr oder weniger verlaufen und vielleicht noch viel mehr Schafe verloren gehen? Von 20 Jugendlichen in der Gemeinde hat sich einer verloren im Gestrüpp von Alkohol, falschen Freunden. Sollen wir jetzt alle Kraft und Aufmerksamkeit darauf verwenden, diesen einen wiederzugewinnen? Ihm sagen, dass er trotz allem von Gott geliebt ist und dass diese Gemeinde sein Zuhause ist und bleiben wird? Natürlich wäre es wichtig, aber dafür die anderen im Moment mal beiseite lassen? Das ist Unsinn, sagt die Vernunft. Was könnte aus den anderen inzwischen werden? Und keiner weiß, ob wir diesen einen sowieso wiedergewinnen. Viele andere Gemeinden wären froh, sie hätten überhaupt irgendeinen Jugendlichen. Also, was soll's? Es ist Unglück, sagt die Berechnung. 100 Schafe, eines ist verloren gegangen. Unglück passiert. Eventuell aber trägt man ja selbst noch weiteres Unglück bei, wenn man die 99 sich selbst überlässt, um das eine zu suchen. Also, ganz ehrlich, ihr Lieben, mindestens einen Menschen aus der Mitte unserer Gemeinde zu verlieren, das erlebe ich inzwischen, tja, jeden Monat. Und aus der Mitte der Gemeinde vielleicht nicht, aber aus der Gemeinde überhaupt, durch Austritt, fast jede Woche. Meist ist es dann niemand, den ich wirklich kenne. Eine Nachricht mit einem mir manchmal unbekannten Namen. Und trotzdem, jedes Mal ärgere ich mich darüber, jedes Mal bin ich enttäuscht. Und ich frage mich, ist derjenige, der uns verlassen hat, über irgendwas verärgert? Oder ist es ihm einfach egal? Jemand verloren in der Berechnung von Kosten und Nutzen. Was bringt mir das? Sollte ich mich nicht entschlossen um die anderen kümmern, statt diesen einen zurückzubitten? Es ist aussichtslos, sagt die Einsicht. Man kann es nicht allen recht machen. Irgendjemand findet immer ein Haar in der Suppe. Und natürlich ist auch nicht alles toll, weder in einer privaten Beziehung und schon gar nicht bei uns in der Gemeinde. Da sollten wir doch froh sein, wenn die meisten bleiben. Es ist lächerlich, sagt der Stolz. Wir Evangelischen reden immer vom Priestertum aller Gläubigen, dass alle Menschen seit ihrer Taufe mündig sind und begabt. Und wenn sich nun mal jemand entscheidet, aus der Gemeinde rauszugehen, dann muss man das halt respektieren und nicht noch demjenigen nachlaufen. Die anderen, die muss man zusammenhalten, oder? Jesus hat in seinem Leben alle diese und andere berechtigte Einwände einfach weggeschoben. Er setzt sich mit denen an einen Tisch immer wieder, die für die Gemeinschaft schon lange verloren waren. Er macht sich lächerlich in den Augen derer, die stolz sagen, sollen sie doch wegbleiben. Er nimmt sich Zeit, wobei den anderen Menschen schon klar ist, jede Erfahrung, alle Vernunft sagt doch, die sind sowieso verloren. Er ist mit denen, wo andere sagen, aussichtslos, es hat gar keinen Zweck, was soll das? Soll er sich lieber um die Frommen kümmern, um die, die wenigstens noch irgendwas mit Gott anfangen können? Aber so ist Jesus, so ist die Liebesgeschichte Gottes mit uns Menschen. Die Liebe Jesu reicht für alle 99 plus dem einen eigentlich Verlorenen. Er holt diesen einen, diese eine wieder zurück zur Herde. Den, der verloren gegeben wurde, weil er nun einmal ein Sünder ist. So ist Gottes Liebe. Suchen, nachgehen, niemals aufgeben und finden. Weil jeder Einzelne einzigartig ist, weil jeder Einzelne kostbar ist und wertvoll in den Augen Gottes, weil Gott niemanden aufgeben möchte. Findet ihr das maßlos und übertrieben?
Wenn ja, seid ihr in guter Gesellschaft schon mit den Menschen damals, vor 2000 Jahren. Die fanden das Verhalten von Jesus auch völlig übertrieben. Muss er mit denen essen, die ihr Essen aus den Mülltonnen holen? Muss er den guten Wein mit denen teilen, die Flaschen sammeln, um über die Runden zu kommen? Wie kann er seinen Arm nur um die legen, die so streng riechen, dass einem der Appetit schon vergeht? Sind diese Menschen es wirklich wert, dass ein so begnadeter Redner, ein so begnadeter Wundertäter sich um sie sorgt, fragen sie? Und wenn wir ehrlich sind, diese Kommentare könnten doch von uns kommen. Jeder von uns kennt Menschen, mit denen er lieber nicht länger zusammen sein möchte. Ob das nun der ein oder andere Jugendliche am Busbahnhof ist oder der Alkoholiker von nebenan oder vielleicht die Zeugen Jehovas an der Haustür. Manchmal verspüren wir keine große Sehnsucht nach enger Gemeinschaft mit den Menschen, die uns begegnen. Aber Jesus ging es da offenbar ganz anders. Warum? Was trieb ihn an? Ganz einfach, Jesus hatte und hat ein Herz für die Verachteten, für die Ausgegrenzten, für die, die keiner will. Jesus wusste, gerade diese Menschen brauchen doch Gott ganz besonders dringend. Sie haben ihn besonders nötig. Und Gottes Liebe, die vor allem. Ja, Jesus sagt mit seiner Beispielgeschichte von dem verlorenen Schaf ganz klar und deutlich, es gibt verlorene Menschen. Und er gibt damit seinen Kritikern zunächst recht. Ja, es gibt verlorene Menschen. Aber wenn unser Herr von verlorenen Menschen spricht, dann ist das zunächst mal kein moralisches Urteil, sondern es ist eine Zustandsbeschreibung. Wenn das Schaf oder der Schlüssel, der Autoschlüssel bei mir oft, das Portemonnaie oder was auch immer, verloren sind, dann heißt das, sie sind nicht da, wo ich gedacht hätte, dass sie sind. Sie sind nicht an ihrem Platz. Sie sind nicht da, wo sie eigentlich hingehören. Aber das heißt doch nicht, dass das eine Schaf, das nicht an seinem Platz ist, deswegen schlechter ist als die 99, die an ihrem Platz geblieben sind. Es ist höchstens in größerer Gefahr. Jesus sieht sozusagen die Menschen aus der Sicht des Eigentümers, aus der Sicht Gottes. Gott ist unser Schöpfer, der Schöpfer von uns allen. Wir gehören ihm sozusagen, wir sind seine Kinder. Wenn ein Mensch also nicht bei Gott ist, dann ist er aus der Sicht Gottes erst einmal verloren. Dieser Mensch kann der anständigste Mensch der Welt sein, aber er ist eben nicht an seinem Platz. Er ist nicht bei Gott. Das heißt verloren erstmal und nichts anderes. Damit ist nicht gesagt, dass der, der nicht in die Gemeinde geht oder der austritt aus der Gemeinde, schlechter ist als der, der drin bleibt. Die Kritiker von Jesus damals, die haben einen großen Bogen um die Menschen gemacht, die nicht so richtig zur Gemeinde gehörten. Sie wollten sich ihrem Einfluss nicht aussetzen. Sie haben gesagt, okay, wir sind die Frommen. Wir sind die richtig Gläubigen und die anderen sind es nicht. Und je weniger wir mit denen zu tun haben, umso besser für uns, weil wir könnten uns ja irgendwie anstecken sozusagen an ihrer Gottesferne, an ihrer Ungesetzlichkeit und so weiter. Wir bleiben lieber für uns. Wir sind ja alle fromm. Aber Jesus sah das völlig anders und er sieht es auch heute noch anders. Es geht nicht darum, dass wir uns abkapseln als Gemeinde, als Gemeinschaft, dass wir sagen, hey super, wir 20, 30, 40, 50 Leute, die wir es richtig ernst meinen mit Gott, mit Jesus, wir kommen zusammen und der Rest soll bitteschön draußen bleiben und spätestens um 9:55 schließen wir die Kirchentür ab, damit die auch ja nicht reinkommen. Nein, Jesus denkt anders. Jesus sucht nach jedem einzelnen Menschen. Und er sucht vor allen Dingen die Menschen, die ihn brauchen. Und das sind oft die, die erstmal nicht da sind, die sich selber nicht als fromm oder gläubig empfinden. Und deshalb hält er sich so gerne bei den Verlorenen auf, weil er spürt, da ist eine Sehnsucht nach mehr. Da ist eine Sehnsucht nach Gott, aber irgendwie wird sie nicht gestillt. Irgendwas steht dazwischen. Vielleicht denken wir ja auch, boah, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. Ist das nicht vergebliche Liebesmühe? Stehender Aufwand und Ertrag überhaupt noch in irgendeinem Verhältnis? Ja, manchmal denken wir, manchmal denke ich selber so und rede auch so. Aber was sagt Gott? Jesus sagt, Gott sorgt sich. Er sorgt sich um alle die, die verloren zu gehen drohen, um die, die keinen Zugang mehr finden zum Glauben, um die Menschen, die vielleicht nie irgendeinen Zugang bisher gefunden haben, die vielleicht immer schon weg waren, aber die trotzdem eine Sehnsucht in sich spüren nach mehr.
Jesus vergleicht unseren Gott mit einem Hirten, der das eine Schaf sucht, der nicht sagt, 1%, Mann, das ist doch eine gute, das ist eine normale Verlust oder sogar noch besser als das. 1%, das geht. Nein, Gott will 100%. Gott will jeden Menschen zu sich rufen, Gott will jedem begegnen, Gott will jedem von uns seine Liebe und seine Vergebung schenken. Und warum macht er das? Weil er uns wirklich liebt. Wir gehören zu ihm. Er ist unser Schöpfer, wir sind seine Geschöpfe. Wir haben eigentlich automatisch eine Verbindung zu Gott. Wir sind seine Geschöpfe und deshalb sucht uns der Schöpfer. Deshalb hat er Jesus, den guten Hirten, in die Welt geschickt, um uns zu suchen, um uns heimzubringen zum Vater. Du hast mir gerade noch gefehlt, sagt vielleicht manchmal jemand zu dir. Und er meint dann, meine Güte, dass du jetzt auch noch kommst, also das passt mir gerade überhaupt nicht. Gott sagt zu dir, du hast mir gerade noch gefehlt. Und er sagt es mit einer völlig anderen Betonung. Er meint, dich habe ich gesucht. Du fehlst mir noch in meiner Sammlung. Du gehörst auch zu mir. Aber ihr Lieben, es geht ja auch nicht immer nur um die anderen. Es geht auch gerade um mich und um dich, die wir vielleicht schon seit Jahren, Jahrzehnten dabei sind, aber die wir vielleicht auch immer wieder zwischendurch müde werden und denken, was soll das? Oder ich komme doch allein irgendwie auch klar. Oder auch, ich habe jetzt so lange nicht mehr zu Gott gebetet, irgendwie ist mein ganzes Gebetsleben eingeschlafen, in der Bibel lesen, du liebe Güte, habe ich auch vor einem halben Jahr das letzte Mal getan, Gott mag mich nicht mehr. Ich war ja schon mal viel engagierter, ich war ja schon mal viel mehr dabei, ich habe ja schon mal so richtig gebrannt für ihn. Und was ist davon übrig geblieben als ein Haufen Asche? Was will Gott mit dieser Asche noch? Er kippt sie weg. Aber ihr Lieben, das ist das absolut Falsche, was ihr denken könnt. Auch wenn wir uns so fühlen und wenn wir vielleicht das sogar objektiv man sagen muss, ja, es ist so, von unserer Begeisterung für Gott, für unserem Enthusiasmus auch für die Gemeinde oder so, ist nichts übrig geblieben im Moment. Da ist gar nichts da. Und trotzdem, gerade dann, nicht aufgeben und sagen, dann ist es eben alles aus und komplett sich verziehen, sondern gerade dann begreifen, Gott liebt uns, gerade dann in diesem Moment, wenn wir selber nicht mehr weiter wissen, wenn wir selber uns total von ihm entfernt haben, sagt er, ja, dafür bin ich ja da, dafür bin ich da, dass ich dich hole, dich, das eine Schaf, das da gerade irgendwo sehr weit auf Abwägen geht. Dich hole ich zurück, du bist mir wichtig, ganz wichtig. Unser Herr läuft uns nach. Wir selber denken manchmal, nee, das ist mir jetzt zu peinlich, den Weg gehe ich nicht. Und denke ich an meinen Schwiegervater, der vor kurzem verstorben ist und der hat immer gesagt, das war eigentlich so eine ganz starke Persönlichkeit, er hat immer gesagt, immer wieder, geh den unteren Weg. Ist egal, sollen die Leute denken von dir, was sie wollen oder von mir. Und wenn ich mich 10-mal entschuldige, dann lieber einmal zu viel als einmal zu wenig. Geh den unteren Weg, weil Jesus geht diesen unteren Weg, er geht uns immer und immer wieder nach. Und das ist großartig, weil dann dürfen wir wissen, egal was wir vielleicht falsch gemacht haben, egal wie wir uns fühlen, er liebt uns trotzdem. Und er ruft uns jeden Tag, nein, jede Sekunde unseres Lebens zu sich, in seine Gemeinschaft, in seine Gemeinde, in seine Nähe. Denn er ist die Liebe. Amen. Wir antworten auf die Predigt mit 2 Liedern. Wort aus deinem Mund.
wie Heilungsströme fließen. Meine Seele wird gesund. Jesus, berühre dich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Vom Brot des Lebens, nur ein Tropfen aus dem Kelch, dann bin ich mit dir verbunden und mein Hunger wird gestillt. Nur ein Schluck vom Strom des Lebens, von dem Wasser, das du gibst, und die Ströme werden Quelle tief in mir. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Herr, ich bin nicht würdig, bin oft so weit weg von dir, doch in deiner Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich, nur für dich, nur für dich in deiner Gegenwart. Jesus, berühre mich, hole mich ab, öffne die Tür für mich, nimm mich an deiner Hand, entführe mich in deine Gegenwart. Jesus, ich spüre dich, strecke mich aus nach dir, berühre dich, und mein Herz brennt von neuem nur für dich in deiner Gegenwart. Jesus, berühre mich. Gewartet und gewacht, dann kommt der Morgen, geht die Nacht. Ich will dich sehen, ich will dich sehen. Ich fliehe alles, was mich hält, was mir genügt in dieser Welt. Ist dich zu sehen, ist dich zu sehen. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dir.
dieser Schönheit dich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner auf den Morgenstern, unendlich nah und doch noch fern. Ein Blick von dir und meine Schätze bring ich dir, meine Zeit verschwend ich für den Blick von dir, den Blick von dir. Und aller Reichtum ist wie Sand vor dieser Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine. Schönheit, die ich fand. Ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunden. Freund, bist du ich hab noch nie eine Liebe wie die deine gefunden. Nichts kann mich trösten wie ein Blick von dir. Stiller Begleiter meiner einsamen Stunde. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du wirklich jedem Einzelnen von uns nachgehst. Manchmal hören wir deine leise Stimme und wir folgen ihr. Manchmal hören wir sie und wir verdrängen sie wieder,
wollen sie nicht hören, wollen unsere eigenen Wege gehen und entfernen uns Millimeter um Millimeter, Zentimeter um Zentimeter, Meter um Meter immer mehr von dem Weg, der wirklich zum Leben führt, dem Weg, den du für uns vorgesehen hast. Manchmal verlaufen wir uns einfach in diesem ganzen Gewirr dieser Welt, in den sozialen Medien, in dem, was auf uns einströmt, jeden Tag neu. Herr, wir können die Krisen kaum noch zählen, die über uns hereinkommen. Wir wissen manchmal nicht mehr, was wir sagen sollen, was wir tun sollen, wem wir glauben dürfen, was da alles ja immer wieder uns verwirrt und ängstigt und fertig macht. Herr, eins dürfen wir wissen, deine Stimme betrügt uns nicht. Deine leise Stimme, die zu uns spricht, die in uns spricht, diese leise Stimme spricht die Wahrheit. Ja, du hast Leben für uns, du hast Vergebung für uns, du hast Liebe für uns, du hast einen Sinn für unser Leben für uns. Und dir dürfen wir vertrauen, auch wenn wir sonst kaum noch jemandem vertrauen mögen oder es uns schwerfällt, das zu tun. Herr, du bist die Wahrheit, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das wollen wir nicht vergessen, egal was in unserem Leben alles so passiert, egal was vielleicht auch manchmal schief läuft, egal wie wir uns selber manchmal verhalten und wie entsetzt wir dann im Nachhinein darüber sind. Du liebst uns trotzdem und du rufst uns in deine Nähe jeden Tag. Dafür danken wir dir, Herr, und wir wollen versuchen, auf deinem Weg der Liebe, des Friedens, der Vergebung zu bleiben. Wir wollen versuchen, deine Boten zu werden, Engel zu werden, wie wir es schon in dem Tauflied gesungen haben. Ja, Engel wollen wir sein, deine Boten, die anderen mit Freundlichkeit, mit Liebe, mit Respekt begegnen. Herr, wir wollen das immer wieder ja, versuchen und mit deiner Hilfe wird es uns auch immer wieder gelingen. Hab du Dank dafür. Und alles, was wir sonst auf dem Herzen haben, fassen wir zusammen in die Worte, die du selbst uns gegeben hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Ja, und weil es ein besonders kurzer Gottesdienst heute war, darf ich euch einfach noch rüber bitten ins Kirchcafé, dass wir noch ein bisschen zusammenbleiben, Kaffee trinken, schwätzen über Gott und die Welt. Herzliche Einladung.